Schönen guten Tag, ihr YouTube-interessierten Menschen da draußen und Let's Play-interessierten Menschen und Raytracing-interessierten Menschen und ach, ihr seid so viel. Da oben. Ich dachte, da ist jemand gelaufen. So, in der letzten Folge haben wir hier diesen Raum gesichert. Voll geil. Hammerlustig. Wir haben auch ein bisschen schon alles abgesucht. Also das heißt, wir können einfach weitermachen. Und ich glaube, es geht hier lang, weil wir sollen ja zur Kommunikation. Die nächste Quest-Dingens ist da drüben hingesteckt. Also, ich latsch mal drauf. Los. Hallo, ist da wer? Halt mal. War ich hier nicht? Nein, oder? Ach, noch ein Scheiß aus. Türe auf, Türe zu. Oh, jetzt habe ich das Klopapier runtergeworfen. Das arme Klopapier. So. Da geht's anscheinend wieder zurück, oder was? Die hat morgen steifen Nacken, Junge. Ah, da ist noch eine Kiste. Schwuppdiwupp. Mach mal auf das Ding. Jetzt kriegt man nicht definierte Werte. Was wir damit machen, habe ich keine Ahnung. Warte mal. Ich erlöse sie mal von den Nackenschmerzen. So. Schubidu. Hier liegt eine Menge Blut rum. Ist immer gut. Gutes Zeichen. Blut ist gut. Hä? Hast du noch gelebt? Oh. Ich glaube, ich muss da rein, oder? Ich laufe mal nochmal schnell dahinter. Oh, da ist wieder ein Shelter. Shelter, Shelter. Helter, Skelter. So, da ist bestimmt wieder ein geiles Zeug drin. Komm, raus damit. Da ist was zum Lesen. Bup. Bup. Aufmachen. Lebensregeneration. Hey, 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 hey. Warte mal kurz. Wo sind da drin? Hier. Da, da. Wir haben ja Ach, wir haben es schon zweimal. Lebensregeneration bei Elementaufnahme. Ich glaube, das brauche ich auch. Aber hatte ich das nicht ausgerüstet? Nee. Lebensschub. Plus 16 Leben. Ich glaube, ich nehme mal das mit der Lebensregeneration. Mal sehen, ob sich das besser auswirkt. So, halt, stopp, lesen. Döp, döp, döp. Schriftverkehr. Wo haben wir da was Neues? Ach, tote Präsidenten hatten wir vom letzten Mal noch nicht gelesen. An die zuständige Stelle, ich werde von den früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kontaktiert. Sie erscheinen mir als Geistführer und teilen ihre Weisheit mit mir. John Adams meinte kontinuierlich, dass ich Amerika in Ordnung bringen muss, aber ich verstehe ihn nicht wirklich. Sie haben alle viele Meinungen. Die anderen sagen, dass ich mir das nur einbilde, aber Theodore Roosevelt hat mir gezeigt, wie ich meinen Rasenmäher reparieren kann. Und ich habe keine Ahnung von Rasenmähern. Wie erklärt man sich das? Tote Männer, deren Geschichte erzählen mir von der Vergangenheit und Gegenwart. Wenn Sie meine Fähigkeiten in dem Dienst der Regierung stellen möchten, lassen Sie mich das bitte wissen. Ich weiß, dass mich das Weiße Haus gut gebrauchen könnte. Hochachtungsvoll, James Bartholomew. Der ist halt echt Bartholomew. Da haben wir Buchclub-Notizen für Penny von L. Samson, der Herr Samson. Ich lese normalerweise nicht so viel Science-Fiction, aber was Weltraumopern angeht, war das Buch ganz okay. Der Titel, Außer du, könnte sich auf ein paar Elemente beziehen, denke ich, aber insgesamt ist er ziemlich vage und dünn. Die Charaktere benutzen ihn viel zu oft, sodass er zum geflügelten Wort wurde und das war ziemlich schnell nervig. Die Weltraumkämpfe waren das Beste an der Geschichte. Ich war natürlich auf der Seite der Fixer, weil sie die coolste Technologie hatten und mir ihre Motive logisch vorkamen. Ganz ehrlich, wenn ich wählen müsste zwischen ein paar blasierten Weltraumhippies mit Blumen im Blaster und einer Truppe krasser Krieger, die herumfliegen und Planeten verschlingen wie billiges Sonntags-Sushi, würde ich nicht lange überlegen. Was ist denn Sonntags-Sushi? Kennt ihr Sonntags-Sushi? Ich nicht. Die Szene, wo sie in den Stadtplaneten eindringen und die gesamte Bevölkerung mit diesen Hirnwürmern konvertieren und der Dogfight in All zwischen den zwei Pilotennassen? Was? Pilotennassen? Scheiße, ich bin dabei. Was mir das Ganze ruiniert hat, war der Tod meines Lieblingscharakters mitten in der Geschichte. Eine Gravitationsanomalie hat ihn
ihm einen Akkuzylinder durch die Visage gejagt. Das war total unnötig. Total unnötig. So, dann kämpfen wir mal weiter, Leute. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als würde sie vom Zischen bekommen. Wir müssen sie säubern. Halt mal. Reiche. Okay. Ihr seht, das ist ein Intervallschuss. Eins, zwei, drei. Und rüber. Zwei, drei. Eieieiei. Jetzt kommen aber womöglich noch vermutlich noch Gegner. Ach, RLS kann ich in der Deckung gehen. Ah, endlich. Ah, ich muss da hoch. La 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 la. Ich gehe mal hier rauf. Hier kann mich nichts treffen. Da. Okay, und rüber. Du kriegst mich nie mal. So. Das mache ich doch richtig gut, oder? Ich hab ein bisschen Angst, schießt. So, jetzt reinigen wir mal. Komm! Ah, die Diskette. Die gute alte Floppy Disk. Und schleudert die Telekinese-Fähigkeit zu erhalten. Yeah! Lerne uns zu glauben, Direktorin. Meinst du jetzt? RB greife. Loslassen, schleudern. Bam! Alter Schwede, ist das geil. Nochmal. Steinchen fliegt. Darf ich jetzt was kaputt machen? Bitte. Okay. Schleudere, ordne, würfel, distanziere. Okay. Siehst du? Gar nicht mal so schwer. Wollte schon sagen, gar nicht mal so einfach. Aber das ist sogar für mich machbar. So. Alle hüpf, alle hüpf, alle. Oh. Siehst du? Und ich habe was von einfach gesagt. So, dann müssen wir halt noch mal ran. So doof ist, also so viel Zeit müssen wir noch mitnehmen. Alle hüpf. So, ich mache jetzt einfach mal hier. Diese Brücke noch voll. Na na na. Geschafft. Jetzt möchte ich mal Gegner damit platthauen. Komm, gib mir mal ein paar von diesen schwarzen Gestalten, die immer kommen. Ah, na also. Oh, die haben schon Waffen. So. Zielt die auch ein bisschen oder so? Ich hab nichts mehr. Oh, jetzt kommt der Große. Alter, viel besser. Oh, das ist meine. Das ist ein bisschen Schrott. Alle. Ah. Brauch irgendwelche Teile zum Werfen. Geht doch. Ja. Das Zischen, Rauschen gräbt sich in unserer Astralebene. Geheime Basis. Du musst sie aufhalten. Ah. Anscheinend ist der Rat auch irgendwas Australis. Astralis, Australis. Aus Australien meine ich natürlich. Irgendwas aus Australien. Wo auch ein Problem mit dem Zischen hat, kann das sein. Und wir sind dafür praktisch da, um die Waffe des Rates zu sein. Die Diskette ist jetzt gebunden. Das Zischen der Antogen. Oh, schön, dass man es nicht lesen konnte. Drückt einfach auf Pause und lest selber. Oh oh. Jetzt darf ich, oder? Also gut. Geh sterben, Digga.
Habe ich noch was zum Werfen, Leute? Oh! Oh ja! Das ist geil. Das explodiert bestimmt. Boom! Nee, explodiert nicht. Noch ein paar Zementsäcke. Oha! Seit wann haben denn die Raketenwerfer? Bist du denn bescheuert? Zementsack. Was ist das? Ja. Ich hab was für dich. Komm mal her und hol's dir. Aha. So. Was hast du jetzt davon? Zwergnase. So, sind hier irgendwelche Türen aufgegangen? Jetzt kann ich alles hochheben, oder? Ein Tisch. Ist das cool. Das ist schon mega cool. Gegen die Uhr. Das muss ich ein bisschen höher, glaube ich, als das. Oh ja! Ha! So. Das finde ich schon mega geil. Oh. Oh, der geht ja gleich kaputt. Aber hier ist nichts an Schrift, an Doku. Gar nichts. Null. Das ist schon ein bisschen schade. Ich dachte jetzt, man rennt hier so schnell lang und lässt und läuft dann wieder zurück und findet dann voll viel. Aber anscheinend nicht. Eine Truhe oder so. Gar nichts. Null. Alter Schwede, das tut bestimmt auch ganz schön weh, wenn man das in die Fresse bekommt. So. Okay. Also. Wir haben ja hier immer noch solche Gegenstände. Was kann man damit machen? Ach so, wenn nichts da ist, nimmt sie einfach ein Stück aus der Wand. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Warum auch nicht? Oh oh. Anscheinend ist der Stufe 2. Ich nehme das Große. Komm. Ich bin der Mutsau. Oh, ich dachte jetzt, da läuft noch einer, aber das bin ja ich. Danke, Raytracing, ohne Scheiß. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Mhm. Versteht ihr, was der das sagt? Sind das die Typen da oben? Was ist denn das, Alter? Also ganz ehrlich, ich verstehe da kein Wort von dem, was er sagt. Ich weiß nicht, ob das an meinen Audioeinstellungen liegt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich zuhören soll. Ob das für mich jetzt bestimmt ist. Oh, was zum Speichern. Räumen wir mal wieder auf. So, schön. Da komme ich nach wie vor nicht rein. Aber ich muss da, glaube ich, rein jetzt. Boah, halt mal die Klappe da oben, ohne Witz. Au. Das war natürlich geplant.
Ah, ein Shelter. Hallo, Shelter. Schön, dass man da mal so leicht reinkommt. Radio? Job. Was? Hauserinnerung? Ist das eine Hauserinnerung? Cool. So, Hauserinnerung. Cool. So, die Stimme hat aufgehört. Wir haben noch ein bisschen was gesammelt, ne? Sammelobjekte. Fallakten, halt. Hier. Zischer Ranger. Ja gut, das muss man jetzt nicht unbedingt durchlesen. Oder wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Aber das würde ich gerne lesen, die Fallakten-Diskette. Isolationsprozedere muss in einer Zelle ohne lose Materialien aufbewahrt werden. Beschreibung, Parautilität. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt parautilitären Materialien zu heben und über kurze Distanz zu werfen. Das Objekt ist derzeit zu Forschungszwecke an blablabla gebunden. Von den CIA-Agenten blabla und blabla aus einer sowjetischen Militärbasis in blablabla gestohlen. Die Diskette enthielt Startkurs für Atomraketen, schätze ich mal, von denen man annimmt, dass sie gegen blablabla eingesetzt werden sollten. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann die Diskette Computerhardware auf Mitglieder des Dekodierteams zu werfen. Eine Information in der CIA gab der Behörde einen Hinweis und die Diskette wurde am nächsten Tag vom Agenten beschlagnahmt. Der Agent. Folgen des AWE in Willow. Zusammenfassung der Verbreitung von alternativen Informationen über das AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich genial. Denn Klimawandel und zerstörte Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, bla bla bla, Punkt, 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 die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AWE hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeübt. Das heißt nicht, dass wir Punkt, 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 Punkt und Punkt, 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 Punkt nicht mehr auf Meinungen hin prüfen müssen, die von der Gesamtaussage abweichen. Aber es sieht aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Tomassi, Ende. Ja, Herr Tomassi? Ende. Krasse Scheiße. Also, die haben anscheinend immer nach diesen AWEs gesucht, diesen weltverändernden Ereignissen. Und haben sie auch gefunden anscheinend und haben sie vertuscht. Sie hören America over 8. Nein. Ich hab's eingesammelt. Ah! Berechtigungskarte. Dankeschön. Dankeschön. Tanksalut. Ja? Jetzt gehen wir wieder zurück. Kann ich sie sogar ein bisschen verstehen? So, Ruhe. Kabuff. Aljöpf. Wir müssen da rein. Ah, soll ich hier nochmal ein bisschen rumschauen? Ne, hier waren wir ja schon. Hier waren wir ja schon. Gehen wir mal rein in die Stube. Hallo? Was bist du denn? Ah, das ist der Tomassi. Hau ab! Oh, der weicht gut aus. Aber nicht Munition. Au! Eieiei. Oh.
Das Blöde ist. Ah, der hängt jetzt da oben rum. Die Bestellung nicht abgeholt. Ja, komm. Ich weiß, du kannst das auch, weil du so uber toll bist. Ich muss aufpassen. Ah ja, da kommen die nächsten. Daneben. Es sind noch immer zwei gekommen. Ich hab's gewusst. Ach, verdammte Axt. Okay, wir haben unseren ersten Bossfight gegen Tomassi, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ist ja aber auch wurscht. Selbst wenn ich falsch ausspreche, der Typ ist gleich tot. Ja. Ich möchte zwar jetzt nicht den Mund zu voll nehmen, aber ich glaube, er ist gleich tot. Oh, der Ladebildschirm sieht sogar cool aus. Gut. Auf wie geht's sie? Muss ich jetzt das alles nochmal machen? Schauen wir mal. Hallo. Nee. Ich kann gleich hier rein. Okay, Leute. Wir wissen, er fliegt rum. Er weicht geworfenen Gegenständen aus. Aber es kommen noch Ads. Die muss ich im Auge behalten. Oh, der schaut schon gruselig aus, die alle Putzer. Oh, der hält schon viele Schüsse aus, glaube ich. Gehen wir schon mal in Deckung. Ich glaube, jetzt kommen dann so gleich die ersten Gegner. Okay, wenn er die Dinger wirft, ist er eine echt lange Zeit ungeschützt. Zur zweite. Boah, der war gut. Au! Au! Was war denn das? Und warum war das? Ich brauch... Ah, okay. Eieieiei. So. Beim nächsten Mal schaffe ich es. Also, wir haben schon... Das kommt aus meiner glorreichen Dark Souls-Reihe. Analysiere den Boss. Nutze jede kleine Feinheit, um ihn zu besiegen. So, komm nochmal raus. Kann man es irgendwie abbrechen? Fortsetzen. Ich möchte das bitte abbrechen. So, schießen wir mal ab, solange wir noch Zeit haben. Solange wir hierher brauchen. Wenn ich treffen würde. Treffer. Au. Das war schon mal echt scheiße. So. Hör mal. Au. Ich habe so eine Idee gehabt, aber das lasse ich mal besser. Alter, wenn er diese Dinger raufbeschwört, warum bewerfe ich ihn da nicht? Das gibt bestimmt einen Haufen Schaden. Das probieren wir nochmal, bevor wir nochmal sterben. Ich glaube, also alle guten Dinge sind ja 53 und das haben wir ja auch bald erreicht, die 53, ne? Oh, ich mag trotzdem den Ladescreen, der sieht mega cool aus. So, bla bla bla, Schwafel, 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 jetzt gibt's aufs Maul. Muvel. So. Komm mal her, du kleiner beinloser Typ. Ne, Beine hat er ja. So. Komm mal her. Ach, da muss er ausweichen, oder? Okay. Wir haben schon was rausgefunden. Er weicht dem trotzdem aus, aber muss dadurch seine momentane... Ich bin so cool und werf Sachen auf dich abbrechen. So, jetzt gleich müssen die ersten Gegner kommen. Ja. Schmeiß was, komm. So. Das war der erste. So, erster. Hä,
Hey, achso, ich muss aufladen. So, jetzt hat er aber. Komm, wirf mal was. Das ist Zeit, Leute. Das kommt. Ah, ich muss besser zielen. So, ich lauf mal hoch. Obwohl ich da eigentlich weniger ab ausweichen kann. Hey, grüß dich. Oh, das war gut. So, jetzt muss ich schauen, da hinten. Oh, das war daneben. Ich geh mal wieder runter. Hier kann er mir eigentlich nicht so viel anhaben. Aber wo sind die Gegner? Die einzelnen. Ja, da oben ist einer. Den habe ich schon 10-mal gesehen. Hi, grüß dich. Ah, der kommt jetzt außen rumgelatscht. Wir können uns ja Zeit lassen. Wir müssen ja nichts übers Knie brechen. Genau, das wollte ich erreichen. Ich muss ihn bloß mal treffen. Das war ein Doppelstreich. So, wo bist du, fliegender Heini? Komm. Schieß mich ab. Versuch's. Jetzt scheiße ich mal auf die kleinen Gegner. Weil der... Ah! Hä? Okay. Okay. Augmentierter Zischer. Konzentriere dich. Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Leute, Leute, das war ziemlich rattenscharf, hätte ich mal gesagt. Aber was nun passiert, überlasse ich euch in der nächsten Folge. Bosskampf auf dreimal versucht und endlich geschafft. Jetzt finden wir als nächstes die Hotline. Mal sehen, wen man damit anrufen kann. Anscheinend den alten Direktor. Ich bin ja mal gespannt, was der so alles so zu erzählen hat. Und ich hoffe, dass der Anruf nicht so viel in der Stunde kostet. Ich weiß ja nicht, wo ich dahin anrufe. Egal. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Lasst einen Kommentar da. Ein Abo nicht unbedingt, aber wenn ihr wollt, ich halte euch nicht auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo ich mich schon sehr drauf freue. Also, macht's es gut, Pferdi, Servus und Ciao.